Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Sherlock Holmes, das Geheimnis des Silbernen Ohrrings. Im letzten Part, der nicht optional war, haben wir in den Ruinen ein bisschen rumgeforscht, haben rausgefunden, dass dort jemand sich versteckt hat und er war Alkoholiker und hat viel geklagt, vor allen Dingen über Geldprobleme. Wir sind zu dieser Ruine gegangen, weil wir im Fairfax-Theater eine Leiche gefunden haben, die eine Flasche dabei hatte. Und diese Flasche führte uns zur Richmond-Abtei. Und ja, die Richmond-Abtei liegt halt direkt bei den Ruinen. Und dann sind wir halt dahin gegangen. So viel dazu. Dr. Watson ist gerade bei so einem Pfandleihergeschäft-Ding und holt ein exotisches Schmuckstück ab, dessen Schein wir in Simon Hunters Gewächshaus gefunden haben, welcher tot ist. In diesem Part wollen wir mit Lavinia reden, glaube ich, hauptsächlich. Ich gehe einfach mal da hinten hin. Ich glaube, da ist sie. Wartet sie schon auf uns? Können wir hier auch laufen? Denke ich, schade. Naja. Verschlossen. Ach so, was? Okay, dann gehen wir hier durch. Gerade gucken, wie spät ist es? Okay, ziemlich genau. 7 Uhr. Ich höre Gelächter aus dem Damensalon. Ui, das ist nicht gut. Oder doch? Sehen wir gleich. Verschlossen. Na, wo ist denn der Damensalon nochmal? Ich weiß es gar nicht. Hier? Ach, schön, geht. Gut. Oder auch nicht. Ist er das? Haben wir irgendwas Cooles Neues? Oder kann ich hier nur so rein? Ach, hier sind wir ja. Glaube ich, richtig. Hallo. Guten Tag, Mr. Holmes. James zeigte mir gerade die Fotografien seiner Jagdausflüge. Oh, aber ich war nicht der einzige Jäger. Meine Verehrung, Miss Bromsby. Guten Tag, Lieutenant. Dürfte ich mal sehen? Schönes Exemplar. Ich muss sagen, das ist ein wirklich schönes Exemplar. Aber überraschend, wie leicht das wirkt. Dieser Bulle wog fast 6 Tonnen. Ich bitte um Verzeihung. Ich meinte Ihre Mappe. Das ist nur ein weiteres Andenken an meine Reisen nach Afrika. Ach so, wir wollen hier Untersuchungen weiter anstellen und Miss Lavinia befragen. Ich kam her, um Sie zu informieren, dass alles zur Zufriedenheit verläuft, Miss Bromsby. Aber ich muss Ihnen eine Frage sehr persönlicher Natur stellen. Wenn der Lieutenant so galant wäre und uns kurz entschuldigen würde? Ihr Diener, Mr. Holmes. Ich ziehe mich in den Rauchersalon zurück. Übrigens möchte ich mich an dieser Stelle für die Framerate entschuldigen, die gerade sehr unstabil ist. Was mich ein bisschen, nervt. Jetzt ist sie bei 30, aber es bewegt sich auch gar nichts. Ich sollte einen meiner Hinweise enthüllen. Zu dem Foto wollten wir Sie schon lange mal befragen. Ja, das können wir jetzt eigentlich mal endlich mal machen. Gehört dieses Foto Ihnen? Ja, das ist das Foto einer Schauspielerin, die zu einer reisenden Londoner Theatergesellschaft gehörte. Sie gaben eine Vorstellung in der Nähe meines Mädchenpensionats in der Schweiz. Das ist Miss Davenport. Sie war so nett, uns nach der Vorstellung in ihrer Garderobe zu empfangen. Miss Davenport also? Wie würden Sie diese Schauspielerin beschreiben? Ach, sie war sowohl auf der Bühne als auch im Leben faszinierend. Die Fotos konnten während der Pause erworben werden. Und sie schrieb mir diese persönliche Widmung. Sie war so wunderschön. Fahren Sie bitte fort. Als ich sie traf, zeigte sie mir diesen schönen Ohrring, den sie trug. Er hatte die Form einer schäumenden Welle, die aus funkelnden Steinen gemacht war. Seltsam. Bis heute habe ich niemandem davon erzählt. Ich hoffe, sie irgendwann wiederzusehen. Vielleicht. Hören Sie mir jetzt zu, mein liebes Kind. Ich muss Sie bitten, mit niemandem über unsere Konversation zu sprechen. Unter gar keinen Umständen. Die Entdeckung der Wahrheit beruht auf Ihrem Schweigen. Ein Ohrring? Ein silberner? Ich muss jetzt gehen. Ich verstehe. So, Watson, dann sag uns mal, ob du irgendwas gefunden hast. Also, was du gefunden hast vielmehr. Okay, dann gehen wir halt erst komplett zurück. Schön langsam und gemächlich, wir haben jetzt Zeit. Dieser Lieutenant scheint eine sehr ehrenhafte Person zu sein. Miss Lavinia hat Glück, ihn in ihrer Nähe zu haben. Lestrade sagte, dass er mehr Beweise hinsichtlich Grimbles Spur gefunden habe.
Die Leiche, die wir in der Zementfabrik fanden, hätte auch gut ein Komplize und der wahre Mörder von Sir Bromsby sein können. Grimble könnte zum Empfang leicht eine Einladung für ihn erhalten haben. Dann, irgendwann nach der Tat, schaltete Grimble seinen Komplizen aus, um ihn zum Schweigen zu bringen. Oder auch nicht. Worüber grübeln Sie, Holmes? Holmes? Was ist, Watson? Verflixt, Holmes, Sie haben nichts von dem gehört, was ich sagte. Das ist unwichtig. Sagen Sie, haben Sie den Gegenstand, dessen Quittung wir in Hunters Wohnung fanden? Ach ja, das war kaum der Rede wert. Um den Höchstpreis zu erhalten, willigte Hunter ein, den Gegenstand innerhalb von 2 Tagen auszulösen. Sehen Sie, das scheinen echte Diamanten zu sein. Ein silberner Ohrring anscheinend. Es scheint mir, dass wir alle Schlüsselelemente zusammengetragen haben, Watson. Bevor wir uns aber ausruhen, fassen wir unsere Ergebnisse doch einmal zusammen. Ei, ei, ei. Die Fragen sollten mit Ja oder Nein beantwortet und mit Beweisen oder Aussagen untermauert werden, die während der Untersuchung gesammelt wurden. Okay, dann wird das mal wieder so ein richtig öde, langweiliger Part. Verdammt. Aber immerhin, gerade dann, wenn die Framerate sowieso so am Abschwacken ist, von daher ist es eigentlich ganz passend. Wie viel haben wir diesmal? 5? So wie beim letzten Mal, alles klar. Stand der Anführer der Schläger, die Holmes angegriffen? Angriffen? In direkter Beziehung zu diesem Fall? Ich glaube nicht. Ich gucke aber lieber nochmal nach. Ja, haben wir hier. Der Angriffer, also als Herkunft, wurde als ein gewisser Mungiai, der ist in bestimmten zwielichtigen Gebieten in den Kreis der Themse voll bekannt. Mungiai war regelmäßig auf Reinhauptsicherheit gewählt. Dann wurde er wegen kleinerer Verurteilung einige Zeit lang war allerdings auch offiziell als Falschweg innerhalb des Momenten verwechselt worden war, als er noch. Oder wie lautet die Frage genau? Stand der Anführer der Schläger, die heute in direkter Beziehung zu diesem Fall. Ja, was heißt denn in direkter Beziehung zu diesem Fall? Er hat uns... Ja, eigentlich ist er ja... hatte er da ja nichts mehr zu suchen, oder? Ich meine, er war mal Feuerspucker beim Fairfax Theater. Aber das ist ja schon lange her, also eigentlich hätte er da ja nichts mehr zu suchen gehabt, oder? Und dementsprechend wurde er ja tatsächlich wegen uns. Oder war er... oder wie meinen die das denn jetzt gerade? Stand er in direkter Beziehung zu diesem Fall ja... Also, so richtig direkt was mit dem Mord an Bromsby hat er wahrscheinlich nicht zu tun. Aber er könnte durchaus was mit der anderen Leiche zu tun haben, die ja wiederum in Beziehung zu diesem Fall steht. Ich weiß ja nicht genau, was sie mit direkt meinen. Ich glaube, ich nehme doch lieber erstmal Nein. Und falls das falsch sein sollte, also falls ich hinterher nicht richtig liege, nehme ich einfach mal Ja. Können wir sagen, dass der Mord von Simon Hunter sei geübt? Ja, das habe ich im letzten Part, also im optionalen da, einmal angesprochen. Das hat Appleby uns ja gesagt, der mit dem Herztreffer und so. Was ist passiert? Das war's. Simon Hunter. Es gab einen Schuss und die Kugel traf ihn direkt ins Herz. Auf den ersten Blick scheint es eine Kleinkarte. Ja. Also, ja, ein Schuss, ein Treffer tot. So ist es. Sind die Ruinen nahe der Abtei von Richmond ein bekannter Schlupfwinkel für Vagabunden? Jopp, ist richtig, das hat uns der Mönch gesagt. Beziehungsweise, das, was heißt von, ja, von Sträuchen eher, von Wegelagerern, nein, von, wird er sie noch von Landstreichern, genau. Aber ist ja das gleiche, oder? Also, ist, denke ich mal, damit gemeint. Könnte die Handschrift auf der Nachricht aus den Ruinen identisch mit der Handschrift auf einem zuvor gefundenen Dokument sein? Jopp, das steht da sogar bei dem einen, oder nicht? Hatten wir doch hier, ja, Handschrift entspricht der Handschrift in Grimwitz Büro. Jetzt weiß ich natürlich nicht mehr genau, welches das war.
Ich pack das mal lieber da oben rein. Verdammt, geht nicht mehr. Ich glaube, damit ist Richards Brief gemeint. Gehe ich mal von aus. Also die Drohung an... obwohl, das ist ja Grimbles Büro, nicht wahr? Warte, hier steht auch Grimble, ne? Grimble. Also würde die Drohung an Grimble ja Sinn machen. Wenn die bei Grimble lag, meine ich. Also diese hier. Von daher könnte es auch gut das sein. Da will ich die beiden Sachen nachher mal ausprobieren. Also das muss ich mir zwei Sachen merken, die ich ändern müsste. Eventuell ist es für pensionierte englische Offiziere einfach im Ausland eine Anstellung als Gefängnisdirektor zu finden. Yep, tatsächlich auch. Das hatten wir mit nicht Harrington, sondern... Kalidasa-Schlucht? Ach nee, Kalidasa-Schlucht war... wo ist denn hier der... Captain Laurie, da müsste es doch garantiert stehen. Oder? Oder nicht? Irgendwo stand es doch, oder nicht? Oder stand es doch bei der Kalidasa-Schlucht? Ich guck mal gerade bei der Kalidasa-Schlucht. Ah, da wird Captain Laurie endlich mal erwähnt. Ja, da haben wir es tatsächlich. Einer der Offiziere, Captain Laurie, wurde daraufhin von seinem Vorgesetzten fallen gelassen und wollte den Posten als Direktor eines italienischen Gefängnisses annehmen. Gut. Beziehungsweise da steht doch dann, dass es einfach war. Dies ist durchaus gängige Praxis, ja, das war das. So, ja, das war's eigentlich schon. Wir müssen einen Fehler gemacht, okay. Die Fragen. Dann versuche jetzt erstes hier ja zu sagen. Wir müssen ein. Okay. Die Fragen sollten. Dann versuche ich hier nein zu sagen und nehme hier unten eine andere Handschrift. Also eine andere. Ups. Also das Ding sollte ich austauschen mit diesem Drohbrief. Wir müssen ein. Und jetzt nochmal beides gleichzeitig. Die Fragen sollten mit. Und wenn das dann immer noch falsch sein sollte, habe ich ein Problem. Wir müssen einen Fehler. Okay, ich habe ein. Die Fragen sollten mit Ja oder Nein beantwortet. Aber ich lasse das mal lieber einfach so. Gerade und versuche jetzt erstmal hier alle durchzuprobieren mit diesem. Oder ich versuche einfach mal das andere, den anderen Drohbrief hier. Ja. Wir müssen ein. Okay, das war. Die Fragen sollten mit Ja oder Nein beantwortet. Wir müssen ein. Die Fragen sollten mit Ja oder Nein beantwortet. Das war doch richtig, ne? Ja, das war richtig. Und das war auch richtig, ne? Ja, das war auch richtig. Und das ist auch richtig. Also hier haben wir eine 50%ige Chance, dass das richtig ist. Also hier haben wir den Brief des Alkoholikers. Und hier haben wir den anderen. Oder haben wir... gab es noch einen Brief? Brief des Alkoholikers, den Drohbrief, also den Drohbrief haben wir ausprobiert, den Drohbrief haben wir ausprobiert und den Brief haben wir ausprobiert. Brief von Brumpy und Fowler, die sind alle schöner geschrieben. Die sind alle schöner geschrieben, schöner geschrieben, schöner geschrieben, schöner geschrieben. Könnte eigentlich nur die drei gewesen sein? Oder nicht? Oder nicht? Wir müssen die Fragen sollen.
Wir müssen einen Fehler. Die Fragen sollten oder mit Ja oder Nein beantwortet. Nicht den vom mit Beweisen nehmen, oder Aussagen oder untermauert werden, die zum während so der beide Untersuchung. Hier. Ja, okay, ist okay. Wir müssen ein. Die Fragen sollten mit Ja, ja. oder Nein Ups, beantwortet. Bitte. Und mit Beweisen oder Aussagen. Was für ein Kinderspiel, oh. Watson. Wir haben alle Fragen beantwortet. Geil, das hätte ich jetzt nicht erwartet, aber okay. Meinetwegen machen wir es so. 18. Oktober 1897. Noch einen Tag später, jetzt habe ich komplett den Faden verloren, der wievielte das war? 4. oder 5. irgendwie der in Dreh. Hallo, Watson. Guten Morgen, Lestrade. Sie sind wohl Frühaufsteher. Guten Morgen, Lestrade. Sie sehen wirklich müde aus. Sie müssen ein langes Treffen mit dem Minister gehabt haben. Na, lassen Sie. Wie konnten Sie das bloß wissen, Holmes? Ich kann in Ihnen lesen wie in einem Buch. Ha, ha, ha. Ich scherze nur, Gentlemen. Es ist nicht die richtige Zeit zum Scherzen, Holmes. Aber auf ein Wort. Wie fanden Sie das über den Minister heraus? Mir wurde versichert, dass höchstens 3 oder 4 Personen Kenntnis von diesem Treffen hatten. Ach, ich würde eine Erklärung lieber für mich behalten. Also wissen Sie auch, worum es in diesem Treffen ging? In der Tat. Aber Dr. Watson weiß nichts von diesen Ereignissen. Nun, unser redlicher, doch stets praktisch denkender Minister teilte mir die Gedanken unseres Finanzministeriums mit. Sie entschieden, dass es angesichts der derzeitigen Krise höchst unklug wäre, wenn eine junge Dame von kaum mehr als 18 Jahren eins der 3 größten Bauunternehmen des Landes übernehme. Ich fange an zu verstehen. Aber dem Minister zufolge ist Grimble trotz der Rücksichtslosigkeit seinem Partner gegenüber die einzige Person, die der Rat für fähig erachtet, den augenblicklichen Status der Bromsby Enterprises umzukehren. Mir wurde weiter erklärt, dass ich diese Bedenken berücksichtigen muss, falls ich eine Wahl zu treffen habe, in welche Richtung meine Untersuchungen gehen mögen. Das ist ja unerhört. Und Sie, Lestrade? Wie denken Sie persönlich über diese Angelegenheit? Ich weiß es wirklich nicht, Holmes. Der Verdacht auf Grimble schien so attraktiv zu sein. Er hatte ein glaubwürdiges Motiv, erst Bromsby und dann Fowlett zu ermorden. Außerdem war er offenbar die einzige Person mit Zugang zum Schuppen bei der Zementfabrik, richtig. In dem wir die Leiche seines vermeintlichen Komplizen fanden. Der einzige Störfaktor in dieser Theorie ist seine Aussage gegenüber Dr. Watson, als er klar und deutlich auf alle Erbrechte verzichtete. Das erscheint in der Tat sonderbar. Ich kann nur schwer glauben, dass ein Mann, der 2 oder 3 Morde mit derartiger Kaltblütigkeit plante und ausführte, eine Gelegenheit dieses Ausmaßes so leichtfertig aufgibt. Ebenso habe ich ausreichend Zeit in Charingford Hall verbracht, um eine hohe Meinung von Lieutenant Harrington zu haben. Ich stimme Ihnen zu. Nach allem, was man hört, hat dieser junge Mann einen untadeligen Charakter. Ich habe keine Veranlassung, den Wahrheitsgehalt seiner Aussage in Zweifel zu ziehen. Wir rekonstruierten das Verbrechen und es war offensichtlich, dass er von seinem Standort aus Miss Bromsby trotz der Menge gut sehen konnte. Glauben Sie mir, Holmes, ich bin kein Mann, der ein unschuldiges Mädchen dem Henker übergeben würde, auch wenn es mich meine Karriere kostete. Es freut mich, das zu hören, Lestrade. Was wissen Sie übrigens über das Aston-Theater? Ist das nicht dieses schäbige Theater am Ufer der Themse? Genau. Vor mehreren Wochen wurde es von der Fairfax Theatergesellschaft erworben. Ihre internationale Tournee scheint höchst erfolgreich gewesen zu sein, da sie in einer Woche ihr neues Stück aufführen werden. Zufällig ist Dwight Richards der Direktor. Sie meinen den Autor dieses Drohbriefs, den wir in Sir Bromsbys Schreibtisch fanden? Ich muss zugeben, dass ich den Brief für weniger wichtig gehalten habe. Schließlich ging es um eine Angelegenheit, die schon lange zurücklag. Manchmal schmerzen alte Wunden am meisten. Tatsächlich brechen wir gleich zum Aston-Theater auf. Ich weiß, dass Sie sehr beschäftigt sind, aber wenn Sie möchten, können Sie uns gegen Mittag dort treffen. Übrigens, das ist jetzt gerade ein bisschen heftig eigentlich, wenn man sich das mal genau überlegt, aber als das letzte Mal Watson, den Lieutenant Harrington so hoch gelobt hat, hat Holmes auch bloß, gesagt und jetzt hat er wieder kein Wort darüber gesagt. Es könnte theoretisch sein, dass Holmes irgendwas weiß, aber das nicht sagt. Sprich, dass Harrington irgendwie vielleicht auch nicht so ganz der Sauberste in dieser Angelegenheit ist.
Nur so kleiner Gedanke, könnte natürlich auch einfach die Persönlichkeit, der Charakter von Holmes sein, weshalb er diesen Harrington nicht wirklich mag oder so. Aber ne, könnte ja theoretisch sein, dass Holmes da irgendwie einen Verdacht hat gegenüber Harrington. Ich sehe gerade, dass die Zeit relativ fortgeschritten ist, beziehungsweise ich bin gerade bei ungefähr 20 Minuten, von daher, ich denke mal, ich gucke eben noch ganz kurz draußen ein bisschen rum und dann kann ich den Part eigentlich auch beenden schon wieder. Dies könnte von Interesse sein. Lese uns das eben ganz kurz durch hier. Nach ihrer triumphalen Tournee über drei Kontinente präsentiert Ihnen die Fairfax Theatergesellschaft die exklusive Weltpremiere von Paratet und was? Ist das ein R? Ne, ist ein L, ne? Ein N, meine ich. Tantlerei. Wieso kann ich sowas schon wieder nicht lesen, Alter? Das kann doch nicht sein, oder? Naretai, so von nach. Naretai und... Ach, egal. Was auch immer da steht. Von S. Prescott. Mit... Carolyn Small und... Wilcox. Dem komischen Namen. Oder ich kann es so nicht aussprechen. Vom Autor für die Bühne bearbeitet. Direktor der Gesellschaft Dwight Richards. Tatsächlich der mit dem Bürobrief. Gucken wir uns das nochmal ganz kurz an und versuchen da irgendwelche möglichen Verbindungen rauszulesen. Besonders, weil wir zwei Drohbriefe. Zum einen diesen hier. Melvin, Sie müssen bezahlen. Und diesen hier. Mit gleicher Handschrift wie diesen Brief des Alkoholikers vermuten. Wenn das hier die gleiche Handschrift ist wie die auf dem Brief des Alkoholikers. Und ich recht in der Annahme gehe, dass der Alkoholiker die Leiche mit der Flasche war, eben einfach nur deshalb, weil die Leiche die Flasche hatte, die durchaus auch da in der Ruine vorzufinden war und wo halt auch dieser Alkoholikerbrief war, dann müsste das ja theoretisch heißen, dass dieser Dwight Richards die Leiche in dem Theater ist. Allerdings ist Dwight Richards doch gar nicht tot, oder? Also, irgendwie passt das ja nicht so ganz dann. Oder? Naja, wir werden uns auf jeden Fall ein bisschen mit diesem Kerl unterhalten müssen, was er genau damit meinte mit seinem Bürobrief, und das werden wir dann im nächsten Part machen. Und mal gucken, was wir noch über diesen Ring und die Miss Devonport erfahren können. Also dann, bis dahin, tschüss.